Reden ist nicht sprechen. Der Podcast. Direkt aus der Akademie Deutsche Pop Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Reden ist nicht sprechen. Wir sind immer noch in Runde 1 und nun zur Folge 3. Ich darf begrüßen, Anja Drescher ist heute da und sie wird uns ein bisschen was von sich erzählen. Hallo Heiko. Ja, vielen Dank schon mal für die erste Vorstellung. Mein Name ist Anja Drescher. Ich bin 41 Jahre alt, bin gebürtig aus Nürnberg und ja, habe mich jetzt dieses Semester bei der Pop für das Sprecherseminar angemeldet. Okay, mit 41 hast du ja schon eine Vorgeschichte. Was machst du eigentlich jetzt gerade? Ich mache vieles. Womit verdienst du dein Geld? Womit verdiene ich mein Geld? Ich verdiene mein Geld mit Arbeiten, wie jeder normale Mensch. Ich bin im Marketing tätig. Bin ein Online-Marketing-Manager. Genauso aber im Eventbereich tätig. Und ich fange jetzt sogar einen neuen Job an, in dem ich dann auch Podcasts und Interviews machen darf. Okay, das klingt doch schon mal gut. Dann bist du ja eigentlich schon ein bisschen in dieser Sparte drin. Ist das für dich dann eher eine Erweiterung? Erweiterung? Nein, eigentlich nicht. Also ich möchte zukünftig schon in dem Bereich langfristig arbeiten. Das heißt für mich, ich möchte meinen eigenen Podcast gestalten später und möchte jetzt einfach schon Erfahrungen sammeln, die ich dann später dafür einsetzen kann. Okay. Schwebt dir dann schon irgendwelche Themen im Kopf für den Podcast? Ja, ich habe tatsächlich ein kleines Konzept, das jetzt schon steht, aber es bedarf noch ein bisschen einer Ausarbeitung, es ist noch nicht ganz final und es wird sehr viel mit Menschen zu tun haben. Okay, es bleibt noch geheim und bleibt spannend. Es bleibt geheim noch und spannend. Du weißt, wie das ist, wenn man ein Konzept hat, aber das noch nicht fertig ist, will man das noch nicht ganz preisgeben. Ist in Ordnung. Genau, aber vielleicht in einem späteren Podcast-Runde erzähle ich mehr. Mhm. Podcasts. Aber du hast auch Sprecher. Ist das das Einzige, was dich jetzt am Sprechen fasziniert, warum du diese Ausbildung zusätzlich machst? Ehrlicherweise habe ich mein halbes Leben lang schon Feedback bekommen, dass ich doch irgendetwas mit meiner Stimme machen soll, weil die doch sehr angenehm klingt und man ihr gerne zuhört. Ich habe beruflich viel gesprochen vor vielen Menschen. Das heißt, das fällt mir an sich nicht sonderlich schwer in diesem Beruf, des Sprechers vor vielen Menschen sprechen zu müssen oder zu sollen. Also ich ziele ja auch ab auf den Beruf Moderator. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Mhm. Ich sehe mich jetzt nicht so sehr im Synchronbereich. Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich bislang noch nicht so stark die Varianten meiner Stimme kenne. Also da habe ich mich einfach noch nicht so eingearbeitet. Vielleicht kommt das noch. Aber momentan sehe ich mich da mehr im Sprechermoderationsbereich langfristig. Ja, nee, aber ich finde es gut, dass du es offen lässt, dass du noch die Möglichkeiten nicht verbaust für irgendetwas. Ja. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut, weil das dritte Modul geht ja ausschließlich dann um Synchron. Und oder Moderator. Ich dachte, der kommt erst danach. Nein, soweit ich weiß, läuft das parallel. Aber da kann ich mich auch täuschen. Okay. Eventuell muss ich dann ein halbes Jahr eine Pause einlegen, während ihr noch weitermacht. Das kann auch sein. Achso, du bist dann gar nicht angemeldet für den Synchronsprecher? Nein, bis jetzt nicht. Also ich habe Moderator angekreuzt. Keine Ahnung, wie das läuft. Das ist manchmal etwas nebulös. Okay. Ja. Hier an der Deutschen Pop. Das mag sein. Da habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ja. Genau. Du hast gesagt, du hast schon sehr viel Feedback bekommen. In welchem Bereich war das? War das hauptsächlich beruflich oder auch privat? Ja, das ist dann wie bei DSDS, wenn dann so die Sänger auftreten, die sagen, aber meine Freunde haben alle gesagt, ich kann gut singen. Genauso, so ist es bei dir? So genauso war das bei mir. Alle meine Freunde haben gesagt, Mensch, du kannst reden die ganze Zeit, ewig lang und über irgendwelche Themen, ohne Punkt und Komma und außerdem deine Stimme klingt gut und mach doch mal was draus. Genauso war das. Da meinten sie jetzt aber nicht ein Frauenklischee damit, oder? Nein. Was für ein Frauenklischee, Entschuldigung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man hört so viel auf der Straße. Ja, man hört so viel auf der Straße. Die Leute wumpeln. Gutes Argument. Na, der Freund von dem Freund hat gesagt das. Ja, ganz genau. Genau, aber hier lernst du ja auch mit Punkt und Komma zu sprechen und sehr viel auf Punkt zu sprechen. Oh ja, auf Punkt zu sprechen, wollen wir das nicht ganz vergessen. Da waren sehr viele Sachen dabei. Und vor allem die Stimme im Körper zu lassen, Leute, das ist ganz wichtig. Hast du bereits Erfahrungen mit Schauspielerei auch? Naja, also wenn man jetzt mal abzieht, was man im täglichen Leben schauspielert, im professionellen Sinne nein.
Aber auch da habe ich immer schon eine Stärke von mir gesehen, dass ich mich gut in andere Situationen, Rollen, Emotionen versetzen kann. Und das wollte ich deutlich stärker noch ausarbeiten, jetzt auch mit Hilfe dieses Kurses an der Deutschen Pop. Und lerne gerade auch, dass es sehr wichtig ist für gewisse Texte, sehr viel Schauspielerei hinter dem Mikrofon zu betreiben, während man einen Text spricht. Und das ist doch sehr spannend. Ja, die Schauspielerei würde ich jetzt nicht alleine nur darauf beziehen, in eine andere Rolle zu schlüpfen, sondern vielleicht auch sie zu verstecken. In einem, sozusagen in einem Umfeld, jetzt vom Beruf her, wäre das ja eher professionelles Auftreten. Das heißt, meine Gefühle zurückstecken. Es sollte eigentlich keiner erkennen, wie ich mich gerade fühle oder wenn ich mich ganz mies fühle, sollte der Kunde trotzdem ja, das nicht mitkriegen, sondern den fröhlichen Menschen vor sich haben. Ich denke, da kommt ja auch schon ein bisschen Schauspiel mit rein. Das meinte ich mit dem täglichen Alltag oder im täglichen Leben einfach, dass man ja sowieso schon häufig, was ich persönlich nicht gut finde, seine Gefühle einfach unterdrückt oder auch seine Emotionen nicht auslebt. Klar, im beruflichen Umfeld geht das nicht immer, das wissen wir alle. Da gehört es einfach dazu. Aber im privaten Umfeld sollte man doch diese Freiheit haben. Das stimmt, aber ich sehe das so nicht, dass man es unterdrückt, sondern man verschiebt sie einfach auf später. Also jetzt packe ich das und heißt, später darf ich dann heulen und traurig sein. Das heißt, wenn man dann abends nach Hause kommt, Schatzi, der Tag war so scheiße. Ja, dann natürlich. Die Partner müssen das immer ausbaden. Genau, man darf es eben nicht runterschlucken. Nee. Ein gutes Seminar von der Birkenbiel damals, das fand ich auch sehr klasse. Oh, ich liebe Werther Birkenbiel. Ja, das stimmt. Also, outstanding. Da hat mich auch sehr viel daran erinnert, was wir jetzt dann machen, zum Beispiel mit diesen Emotionen, mit diesem Stift, das sagt sie sich, oder diese Grinshaltung, wo man sich extra nochmal in die Backen drücken ja, muss. Ja, das hat mich auch daran erinnert. Das war aber das Vortrag. Funktioniert tatsächlich, Leute. Es funktioniert, ich mach's auch. Aus. Das stimmt. Genau, wir hatten vorher schon ein kleines Gespräch, das heißt, technikaffin bist du gar nicht so und du Null. Hast auch noch keine Ausrüstung. Ich habe gar nichts. Ich bin völlig fresh in diese Geschichte reingestartet. Aber ich lasse mich beraten, weil wir haben hier ganz tolle Kommilitonen, die alle Bescheid wissen, was man braucht, wie viel man davon braucht und in welcher Qualität. Also das ist wirklich toll an der Deutschen Pop. Ihr habt ja auch einfach Freaks dabei, die wissen, was man braucht und auf die kann man sich dann auch verlassen. Also wir hatten schon echt sehr Glück, dass wir jemanden dabei haben, der Tontechniker zum Beispiel schon ist. Yes, die kann uns nämlich unsere ganzen Takes einfach schön machen. Und unsere vielen tausend Fragen beantworten, wenn unser Dozent oder unsere Dozentin. Ja, und die vielen tausend die Knöpfe vielen drücken, Fragen. Die wir alle nicht kennen. Das stimmt. Das sind schon recht viele, ja. Wie bist du eigentlich dann auf die Pop gekommen? Ehrlicherweise, also wenn ihr euch für den Beruf Sprecher, Synchronsprecher interessiert, ihr werdet schnell feststellen, das ist ziemlich wettbewerbsfrei. Also die Deutsche Pop ist schon ganz weit vorne hier in der Region. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. In Nürnberg tatsächlich ist es so. Ich habe mich viel informiert. Ich habe die Deutsche Pop am Ende auch empfohlen bekommen von einer, die sich damit auskennt. Die meinte, guck dir das an, die haben tolle Seminare und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch einfach gut. Ich mache jetzt hier mal unbezahlte Werbung. Weil ich habe verglichen, es gibt Tageskurse, es gibt Wochenendkurse, die dann irgendwo im Bereich 1.000, 2.000 Euro liegen. Und dann muss ich sagen, ist ein halbes Jahr Ausbildung an der Pop für den Sprecherkurs alleine nur in einem ähnlichen, also eigentlich in einem viel besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die Ausbildung selber, die Qualität ist auch gut. Also insofern habe ich mich für die Pop entschieden. Ja, das ist gut zu hören. Am Anfang war ich ein bisschen zwiespältig zum Beispiel, weil es viele schlechte Rezensionen gibt, besonders auch, was die den Preis nennen. Ja, aber wenn man anschaut, wenn man sich woanders Kurse holt oder auch ein 1:1-Training, ganz genau. Das übersteigt es bei weitem. Ja, und da kriegen wir hier einfach eine viel tiefere Ausbildung. Ich muss auch sagen, wir haben Glück mit unserer Dozentin, mit der Michaela Domes, den Namen darf man gerne auch mal nennen, finde ich klasse, die Frau. Sie ist selber Schauspielerin und kann uns da einfach super viel auch beibringen, was wir jetzt, glaube ich, in einem Seminar, wo du vielleicht 2 Tage Frontunterricht bekommst, das, glaube ich, kann man nicht vergleichen. Das stimmt. Das war bei mir auch das ausschlaggebende Argument dann damals, wie ich an dem Tag der offenen Tür hier war. Ja. Und die Michaela in Aktion gesehen habe. Ich war tatsächlich bei einer anderen Dozentin beim Tag der offenen Tür, aber da war ich auch so, habe ich mir gedacht, ja, okay, fand ich jetzt auch gut. Also ich aber schon hier an diesem Standort? Auch hier in Nürnberg am Standort, genau da, wo wir jetzt auch unsere Kurse halten, war eine andere Dozentin. Und die hat uns aber auch sehr, sehr viel interessante Themen erzählt. Und ich dachte mir, ja, okay, also ein Versuch ist es wert. Und man kann ja erstmal den Sprecherkurs machen und schauen, wie es weitergeht. Hast du dich dann eigentlich gleich eingeschrieben? Also war das für dich fest und du hast gesagt, hey,
ich will das und das machen und das mache ich jetzt sofort. Ja, witzige Story. Manchmal ist es in meinem Leben so, dass ich gezwungen werde, Dinge zu tun, und das ist dann auch richtig. Gezwungen? In diesem Fall, musst du, glaube ich, nochmal erklären. Ja, in diesem Fall war das auch so. Es hat mich völlig überrollt. Ich musste mich innerhalb von 2 Wochen entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Ich war kurz vor dem Anmeldeschluss, habe ich mich dafür interessiert, habe mich informiert, habe Kontakt aufgenommen. Und dann hieß es ja, okay, du musst dich aber innerhalb der nächsten 2 Wochen einschreiben, und dann zwar schon für die ganzen 3 Kurse, also nicht nur für das erste, sondern für alle. Und ja, ich hatte 2 Wochen Bedenkzeit. Also das war so, von der Idee bis zur Einschreibung waren das vielleicht maximal 3 Wochen. Hat bei mir ähnlich ausgeschaut, wie ich dazu gekommen bin. War sehr spontan. Genau. Oder man hätte halt nochmal warten müssen. Aber das ja, wollte aber ich ein halbes nicht. Jahr warten wollte ich nicht. Genau, ging mir ähnlich. War bei dir ähnlich. Ja. So, wie stellst du dir das dann vor nach der Ausbildung? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ich weiß es noch nicht, aber ich zum Beispiel würde schon gern das hauptberuflich machen. Wie ist es bei dir? Das kann ich so noch nicht sagen. Also ich glaube, es hängt viel davon ab, was sich in den nächsten 1,5 Jahren ergibt, sowohl beruflich mit meinem regulären Beruf als auch mit meiner Podcast-Idee. Ich würde da jetzt noch keine Aussage treffen wollen, weil ich nicht sagen kann, wo mein Weg hingeht jetzt schon. Also ich wollte die Fähigkeiten einfach erlernen, um sie dann für mich eben einzusetzen, wenn es für mich stimmig sich anfühlt und einfach auch die Chancen da sind. Also ich greife sicherlich zu, wenn mir irgendwelche Angebote dann gemacht werden. Mhm. Aber das kann ich jetzt noch überhaupt nicht planen. Okay, also Ziel ist es wirklich dann einfach die Fähigkeiten erstmal zu erwerben. Genau. Mhm. Und dann, wenn es gut läuft, weiterzumachen. Natürlich ist es ein Traumberuf. Das glaube ich, da sind wir uns einig. Ja, sagen viele, ja. Aber es kann auch ein sehr harter Beruf sein. Oh ja, der Markt ist hart, so wie wir das jetzt schon mitbekommen. Hm. Okay, das hört sich schon sehr interessant an, wie es bei dir weitergeht. Möchten wir natürlich auch erfahren in Runde 2. Bis dahin, alles Gute fürs Studium. Vielen Dank, vielen Dank. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, wie es läuft. Bleibt am Ball, bleibt dran, hört uns zu. Wir werden noch mehr Input liefern. Genau, und wenn bei euch Fragen aufkommen sind, fragt sie einfach, stellt sie unten rein, stellt sie in die Kommentare oder meldet euch direkt bei uns. Gerne. Okay. Tschüss. Macht's gut.